Das Projekt Undercover Boss. Sieben österreichische Topmanager wechseln ihre Identität. Im eigenen Unternehmen machen sie unvergessliche Erfahrungen. Das ist jetzt wirklich hardcore. Und verändern das Leben der Mitarbeiter. Das heißt, ich krieg Auto? Ja? Nein. Ja? Nein, diese Person hat meine Träume wahrgemacht. Ich hab's aber so wieder gekriegt. Danke, danke, danke. Heute auf Undercover-Mission Internorm-Chef Johann Pichler. Getarnt als arbeitsloser Weltenbummler kann er zeigen, was handwerklich in ihm steckt. Theoretisch zumindest. Boah! Also das halte ich nicht auf. So darf man nicht jetzt arbeiten. Man muss schon das Tempo jetzt verdreifachen, vervierfachen. Hauptsache, er leistet sich keine groben Fehler. Achtung! Boah! Müssen wir wieder von vorne anfangen dann? Ja. Nicht nur er selbst, auch seine Tarnung gerät in Gefahr. Ja, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. So streng prüfende Blicke, etwas skeptisch. An seinem Know-how kann das unmöglich liegen. Im Moment, wenn man denkt, er ist ein bisschen botschert. Er verliert in den Produktionshallen die Orientierung. Wohin, Hermut? Hier sind wir, hallo. Er macht immer die gleichen Fehler, weißt du? Irgendwie, keine Ahnung. Nicht so streicheln. Streicheln bringt nichts. Frau kann man streicheln, aber Fenster. Der Chef bittet zum Rapport. Einfach nur ein Rotlicht, was schreit Panik, Panik, Panik. Und sorgt für eine ziemliche Überraschung. Na jetzt, echt? Na? Das, was gekommen ist, ist halt vom Gott oder was weiß ich. Danke, 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 was soll ich sagen? Jetzt bei Undercover Boss. Trauen in Oberösterreich. Von hier aus lenkt der Undercover-Boss die Geschicke des Fenster- und Türenherstellers Internorm. Mein Name ist Johann Pichler, ich bin 52 Jahre, bin seit 2008 in der Unternehmensgruppe und seit 2013 verantwortlich für die Bereiche Vertrieb und Marketing als IFN-Vorstand und als Internorm-Geschäftsführer. Das Unternehmen hat sich international einen Namen gemacht. Wir produzieren an unseren drei österreichischen Produktionsstandorten mehr als 4000 Fenster- und Haustüreneinheiten täglich. Davon geht mehr als die Hälfte in den Export. An die Anfänge als ein Ein-Mann-Unternehmen erinnert heute kaum noch etwas. Wir haben mehr als 1800 Mitarbeiter und mittlerweile ein Vertriebsnetz über ganz Europa mit mehr als 1300 Vertriebspartnern. Internorm erwirtschaftet in seinen Märkten mehr als 300 Millionen Euro Jahresumsatz. Im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser hat Internorm einen Marktanteil von 25% in Österreich. Das bedeutet, dass sich jährlich jeder vierte Haushalt für Internorm Fenster und Türen entscheidet. Und warum jetzt die Undercover-Mission? Wir haben in den letzten Jahren unser Produktprogramm laufend erweitert. Im Bereich des Managements sind wir gefordert, strategische Entscheidungen zu treffen und sind zum Teil vom Tagesgeschäft entfernt. Ich erhoffe mir, von dem Projekt Ansatzpunkte zu finden, wo wir noch Verbesserungen machen können, sei es im Arbeitsablauf, aber auch in der Zufriedenheit und in der Gestaltung der Arbeitsplätze. Große Hoffnungen setzen auch die Eigentümer von Internorm in die Mission. Christian und Annette Klinger und Stefan Kubinger. Meine Erwartung ist, dass wir einen Einblick ins Unternehmen kriegen, den wir so nie kriegen können. Und ich bin ganz neugierig, wie viele ihn erkennen werden. Und ich glaube, wir werden viel zu lachen haben. Fernab des Berufsalltags erholt sich Johann Pichler am liebsten im Kreis seiner Familie. In der Familie, da kann ich total ausspannen. Da bin ich ein anderer Mensch. Ich bin nicht so angespannt wie im Job, sondern bin sehr locker. Und mit den Kindern hat man sowieso immer Freude. Mit Manuela ist Johann seit 10 Jahren verheiratet. Ich habe ja spät geheiratet, erst mit 42. Im Nachhinein betrachtet war es genau die richtige Entscheidung. Und die Zeit, seit wir eine gemeinsame Familie haben, ist für mich sehr schön und sehr spannend im Leben. Die gemeinsamen Stunden bedeuten auch Manuela sehr viel. Mein Mann ist ein absoluter Familienmensch. Zeit ist sehr kostbar. Die Zeit, die wir haben am Wochenende, die nutzen wir dann dafür qualitativ gut. Und wie sieht er sich selbst? Meine Stärke ist sicherlich die Geduld und die Ausdauer. Meine Schwäche ist, dass ich handwerklich nicht so begabt bin. Und das könnte gerade in der Mission, die mir jetzt bevorsteht, auch das eine oder andere Hoppala erzeugen. Bevor es mit der Undercover-Mission losgehen kann, braucht Johann erst einmal ein neues Aussehen und eine neue Identität. Meine Covergeschichte ist,
Ich bin der Weltenbummler Helmut Ecker und habe eine Lehre als Tourismuskaufmann abgebrochen. Habe nach dieser Lehre versucht, mich mit Gelegenheitsjobs am Bau und in der Gastronomie über Wasser zu halten. Ich habe bei einem Busunternehmen angeheuert. So bin ich in ganz Europa rumgekommen, bis ich die Liebe meines Lebens kennengelernt hatte. Und ihretwegen habe ich mich dann sesshaft gemacht. Und jetzt bin ich arbeitssuchend gemeldet und bemühe mich, wieder einen Job zu finden. Ja, dann auf Wiedersehen, Johann Pichler. Willkommen, Helmut Ecker. Na, schaut's gut aus? Sehr ungewöhnlich. Ich hätte mich fast selber nicht wiedererkannt, wie ich mich im Spiegel gesehen habe. Bleibt noch die Frage, was der allerengste Familienkreis vom radikalen Typwechsel hält. Hallo, da bin ich. Hallo. Wow. Bin ich super, super, ja. So, jetzt gehe ich eine Woche arbeiten. Sophia, ich gefall dir schon. Ja. Ja. Er schaut verändert aus. Klar, wir kennen ihn schon noch als Familie, aber ich denke, das wird schon klappen, dass er nicht erkannt wird. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Für die Zeit der Undercover-Mission wird Johann auf seine Familie verzichten müssen. So, auf geht's. Auf eine schöne Woche. Tschüss. 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 Undercover-Mission startet unweit der Zentrale in Traun. Ich bin heute Versandarbeiter. Es ist eine interessante Tätigkeit. Zum einen, weil die Container in einer logischen Reihenfolge befüllt werden müssen. Zum anderen auch, weil es körperlich anstrengend ist. Und nachdem ich nicht so durchtrainiert bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich heute die Schicht überstehen werde. Das hängt auch davon ab, was Kommissionierer Amel von seinem Probearbeiter erwartet. Der ist schon 20 Minuten zu spät. Hallo? Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Mel. Ich bin der Helmut. Freut mich. Freut mich auch. Ja, tut mir leid. Ich war im Stau stecken geblieben. Nächstes Mal bitte pünktlicher da sein. Pünktlicher, es ist sehr wichtig. Weil da sieht man schon am Anfang an, wenn er pünktlich zur Arbeit kommt, dann will er die Arbeit haben. Wenn er spät kommt, das ist dann nichts. So, jetzt bin ich wieder da. Super, schon umgezogen. Ja, ja. Und? Muss mir die Zeit aufholen, die ich zu spät gekommen bin. Super, Mama. Bist du schon mal mit dem Stapler mal gefahren? Nein, Stapler fahren kann ich nicht. Können Sie versuchen? Ja, ja. Gerne. Das mache ich, ja. Ja. Bin total überrascht, dass ich gleich von vornherein auf den Stapler gesetzt wurde. Und ja, dann setz dich rauf und mach mal los. Ist das eh gut versichert? Alles ist versichert. Ja, nicht, dass da Problem ist, wenn ich da beim Unfall baue. Schau, runter mit den Gabeln. Gut, das auf ab. Das ja. ist vorne hinten. Versuch mal, nach vorne zu fahren. Ganz langsam. Ja. Versuch's mal. Ja. Und nach vorne immer schon. Versuch mal. Ganz langsam, hat Amel gesagt. Klappt doch. Ein bisschen Gefühl braucht man, ja, gell? Ja, Gefühl. Ja, sowieso. Das kommt ja danach. Ja, aha. Geht's. So, und stopp, muss ich irgendwas bremsen oder macht nichts? Nein, passt. Ja. Ein erster Eindruck. Ja. Ist ein bisschen ein älterer Typ, aber schauen wir mal. Schau, Helmut, das ist die Ladeliste. Das muss morgen bis um 7 fertig sein. Bis heute muss man es schaffen. Ja, müssen wir das jetzt zackig Gas geben. Ja. Ja. Die Zeit drängt. Der Container muss voll werden. Da muss ich jetzt speziell viel arbeiten und mithelfen, dass wir hier dann die notwendige Befüllung des Containers schaffen. Das Ziel ist klar. Alles andere noch nicht so hundertprozentig. Da kann ich ruhig ziehen, da passiert nichts. Nichts passiert. Warte kurz. Warte kurz. Dass das nicht runterfällt. Warte kurz. Geht's? Na bitte, das geht doch jetzt schon fast wie von selbst. Nach ein bisschen ziehen und schieben und Probearbeiter Helmut ist bereit für den nächsten Schritt. Es folgt eine Kurzeinführung in die Kommissioniertechnik. Jetzt. Schau. Da steht. Das Element. Jetzt liest du es auf die A1-Zone. Ja. Und so, jetzt ist es grün geworden. Ja, das heißt automatisch, dass es im Container drin verloren ist. Ja. Offenbar ist es einfacher, einen Konzern zu lenken, als einen Gabelstapler. Verwirrend. Wohin?
Wohin, Helmut? Hier sind wir, hallo. Ja, komm schon. Heute noch. Ja, entweder will er das nicht. Weil ich sag das dauernd und er macht immer die gleichen Fehler, weißt du? Irgendwie, keine Ahnung. Mehr. Ja, genau. Noch weiter, noch weiter. Helmut, bisschen aufs Gas drücken, weißt du? Versuch mal. Er kennt sich ja nicht so gut aus. Ich könnte es alleine schon schneller machen, aber. Was man Johann auf gar keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass er angesichts des enormen Zeitdrucks in Hektik verfällt. Dafür behält er dann aber auch den Überblick. Die drei haben wir noch nicht, gell? Nein. Die sind neu jetzt. Bisschen von weiter. Schau, das Geräusch. Komisch, weiß nicht, was da los ist. Komisch. Was ich auf jeden Fall genau ansehen werde, das sind die Scanner. Die funktionieren meiner Meinung nach zu wenig gut. Wenn das jedes Mal 10, 15 Sekunden dauert, bis das Gerät anspricht. Und wenn man das auf die Summe der hier tätigen Menschen hochrechnet, kann man auch einiges einsparen. Das war Johann, der Manager. Das hier ist Helmut, der Probearbeiter. Aber Helmut, warte mal, zeig dir mal. Du kannst nicht so. Du musst was richtig hinpacken. Und schieben. Und weiter geht's. Nicht so streicheln. Streicheln bringt nichts. Frau kann auch noch streicheln, aber Fenster. Er ist ein super Typ. Er ist flink bei der Arbeit. Er hat immense Kraft. Und persönlich ist er ein ganz netter Kerl. Freut mich, mit ihm zu arbeiten. Geboren wurde Amel in Bosnien. Unter dem Balkankrieg hatte er schwer zu leiden. Wann musstest du eigentlich da fliehen? Wie alt warst du da, wie du von Bosnien weg musstest? Damals 92 war ich. 12. Schwere Zeiten. Ja. Im Krieg habe ich meinen Vater und meine Oma verloren. Die wurden bei mir in der Stadt von mir in der Nähe, wurden sie halt umgebracht. Leute, Kinder, die haben sie alle zusammen in den Lager und umgebracht. Ja. Am Anfang war es schlimm, wenn du so kleine Kinder mit seinem Vater siehst, weißt. Und du weißt, dass er umgebracht ist, weißt. Das war schlimm. Da treibt es mir auch die Tränen in die Augen. Und das kann man wahrscheinlich nicht nachempfinden, wenn man das nicht selber erlebt hat. Umso wichtiger ist es, dass er jetzt eine gute Heimat gefunden hat. Und dass seine Familie hier glücklich aufwachsen kann. Doch die Katastrophe, die Amel als Kind erlebte, wird ihn sein Leben lang begleiten. Es bleibt immer in der Erinnerung, aber ich muss nach vorne schauen. Ich habe meine Familie, meine Kinder. Ich sehe es so. Es geht weiter. Jetzt. Helmut, muss man weitermachen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Setzt du dich jetzt drauf auf den Stapler? Ja, bitte. Ja. Mag man die Sinnhaftigkeit dieser mutig erscheinenden Aufgabenverteilung auch erst einmal bezweifeln, im Vergleich zu den ersten Gabelstapler-Fahrversuchen ist Johann nicht nur deutlich schneller geworden, er verfährt sich auch nicht mehr. Ebenfalls positiv anzumerken, seine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstkritik. Wenn ich nicht schneller werde, schaffen wir das nicht hier. Aber ich gebe mein Bestes. Damit das reicht, behält Amel mal besser alles im Blick. Pass mal nur bitte auf deine Füße. Jetzt muss nur noch die Technik mitspielen. Super. Fest, fest. Boah! Okay. Noch. Ins andere Loch muss rein. Ja, hab ich schon gesehen. Geht. Da fällt mir die Beste. Im Bizeps. Ich kann Warte, ich mach's. Sag mal das. Jetzt geht's. Und Helmut, wir zwei haben es geschafft. Super. Super. Gratuliere, Dankeschön. Danke. Bitte. Na bitte, war doch super, oder? Ja, mit dem Helmut. Ja. Ich war überrascht, wo ich ihn gesehen habe. Ich dachte, das ist so einer, weißt, so älterer.
der kann nichts. Aber er hat's versucht und er hat's schon richtig gemacht. Und was sagt der Helmut selbst? Der Tag war anstrengend. Ich spüre das ordentlich. Also das muss man schon auch sehen, dass hier fleißige, durchtrainierte Menschen am Arbeiten sind, die Tag ein, Tag aus einen guten Job verrichten. Heute stehen Zuschnitt und Montage auf der Agenda. Und das auf vertrautem Terrain. Ich bin in Salensbach. Ich bin hier 2 bis 3 Mal pro Quartal. Ich hoffe wirklich, dass ich niemanden aus den anderen Abteilungen treffen werde und dass ich nicht enttarnt werde. Keine Ahnung, wie Johann das macht, aber er zieht die Blicke der Mitarbeiter geradezu magnetisch auf sich. Nun, Hauptsache, seine Anleiterin erkennt ihn nicht. Hallo, grüß dich. Hallo. Mit der Helmut. Mit Sonja. Grüß dich. Wir sind eben du, oder? Ja, gern, danke. Super. Ja, ich bin schon ein wenig nervös, ob ich das kann. Ja. Okay, als erstes brauchst du Arbeitskleidung. Ja. Ich bringe dich jetzt, dann gehen wir's los. Bitte schön. Warte. Dieser Mann, super, ich habe schon viele Männer angelernt. 4 Jahre bin ich jetzt da und auf meiner Schicht war ich die erste Frau. Und so lassen die Männer nicht gern was sagen für die Frauen, aber ich glaube, wir werden schon gut zusammenpassen. Schauen wir mal. Egal, was Johann trägt, egal, was er macht, man lässt ihn keine Sekunde aus den Augen. Wurde er erkannt? Ja, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. So streng prüfende Blicke, etwas skeptisch. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Sollte Johann am Ende des Tages unter Verfolgungswahn leiden, man könnte ihn verstehen. Wow! So. Super! Wir haben da einen Notaus. Wenn was irgendwas sein sollte, nur schlagen. Ja? Genau. Laut unserem Geschäftsführer ist das gefährlichste Gerät drinnen bei uns. Und vorsichtig ist immer gut. Darfst du bitte mal? Ja, ran an die Arbeit. Okay, wird eh Zeit. Ich stehe hinter dir, es kann nichts passieren. Gut. Genau. Mit der Hand halten. Zuerst die Säge einschalten. Also, dieser Probearbeiter gehorcht ja wirklich aufs Wort. Wenn man vorsichtig sagt, ist er vorsichtig, sogar sehr vorsichtig. Oder ist er einfach nur der ungeschickteste Handwerker der Welt? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen will, aber man denkt, wenn man denkt, er ist ein bisschen botschert. Das ist er nicht, er war einfach vorsichtig. Wir nennen sie jetzt nicht aus, genau. Johann ist noch immer etwas zaghaft. Die sind nicht schwer. Ja. Und schon ist er wieder im Einsatz, der Zauberer der Sägemaschine. Wobei man ja nie vergessen darf, es war der Geschäftsführer höchstpersönlich, der vor der Gefährlichkeit dieses Biests gewarnt hat. Säge ist immer eine Verletzungsgefahr und deswegen bin ich da etwas angespannt, weil hier kein Fehler passiert, der wirklich gleich dramatisch ausfällt. Genau, und 2 Hände zu haben ist nie verkehrt, vor allem wenn man gleich die nächste Aufgabe erledigen muss. Da gehen wir jetzt da ein bisschen Kleber und da ein bisschen Kleber. Auch bei dieser Tätigkeit wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn sich Johann irgendwie ziemlich beobachtet fühlen würde. Tut er doch, oder? Die prüfenden Blicke spüre ich sehr wohl, aber bis jetzt bin ich unerkannt geblieben. Bis jetzt wohlgemerkt. Aber das kann sich ja noch ändern. Die Finger kleben schon zusammen bei mir. Gehen wir mal Finger noch ein bisschen ja, säubern, okay? Gut, ja. Fingerfertigkeit ist noch nicht so ausgereift, aber wenn er nur einen halben Tag da ist, dann schaffen wir das schon. Und hast du da Familie auch? Ja, ich bin alleinerziehend, habe 2 Kinder. Ach so? Ja, haben aber schon große Kinder. Wie alt? 20 und 15 Jahre. Ja, das geht, die kann man schon alleine lassen. Ja, nein, verdammt, ja. In der Freizeit, was sind deine Hobbys? Was machst du? Irrsinnig gern Motorrad fahren. Wirklich? Ja, im Winter Skifahren. Wenn du mit dem Motorrad fahren fertig bist, was hast du dann für, noch für Hobby? Line Dance dann, in einem Freitag Nachmittag. Echt? Ja. Wie stellt man das vor, so wie die Riverdance oder so? Nein. Country. Country? Ach so. Nein, nicht so wirklich. Ja, sie ist eine absolute Bereicherung für das Unternehmen. Sie macht eine super Arbeit, Schichtarbeit und alleinerziehende Mutter zu sein, Kompliment. Die Finger sind wieder sauber. Okay, dann geht's weiter. Gehen wir wieder weiter. Doch Obacht, es droht Gefahr.
Der Teamleiter nähert sich. Nicht auszuschließen, dass er erkannt hat, wer dieser Virtuose der Fenstermontage wirklich ist. So, wie läuft's bei euch? Ja, ja. Finger picken schon. So, so war es jetzt perfekt. Es gab eine heikle Situation. Der Teamleiter kam vorbei, hat sich so auffällig erkundigt. Also zum Glück ist er noch nicht so lange dabei. Aber hast du den Eindruck, der hat die Dinge schon sehr intensiv hinterfragt. Fertig. So, Helmut. Ja. Das war's? Genau, schnell vergangen wird's. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Danke, was ich lernen können hab. Und danke für die Geduld. Danke. Ja. Viel Spaß. Danke. Tschüss, Baba. Heute geht einer der spannendsten Tage überhaupt zu Ende. Die Angst, in der Höhle des Löwen enttarnt zu werden, die war groß. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich auch erleichtert, dass es gut gegangen ist. Die Mission ist gut gelaufen. Werden wir sehen, wie es dann morgen weiterläuft. Der dritte Tag seiner Mission führt Johann nach Lannach. Dort wartet schon Holztaucher Michael auf ihn. Für den Praktikanten sind die Herausforderungen, wenn er überhaupt keine Ahnung hat von Holz, einmal den Baustoff Holz kennenzulernen und wissen, wohin die Farbe rinnt, eben nach unten. Und wenn man drunter steht, dann ist man aschennass. Wahnsinnig geschickt hat sich der getarnte Boss ja bislang nicht angestellt. Ob sich das heute ändert? Den Bereich der Tauchgrundierung kenne ich überhaupt nicht. Ich bin da bislang nur vorbeigegangen. Es wird sicherlich für mich eine neue Erfahrung sein, einmal konkret hier zu arbeiten und zu sehen, was so in einer Schicht alles bewältigt werden muss. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Dafür wird Michael schon sorgen. Grüß dich, servus. Servus, grüß dich. Ich bin der Helmut, der Praktikant. Gib dir gleich mal die Arbeitswäsche. Ja. Die Besonderheit an meinem Arbeitsplatz ist, ja, ich darf mitten im Sommer mit einer Latexschürze herumrennen und Gummistiefel tragen. Ist richtig geil. Wir werden nun Zeuge eines bislang so nicht gesehenen Spektakels. Johann Pichler zieht sich Arbeitskleidung an. Faszinierend. Findet auch Michael. Perfekt. So, jetzt bin ich schon gerüstet für die Arbeit. Ja, jetzt geht's rund. Jawohl. Seit 12 Jahren beschichtet Michael bei Internorm Holz. Einen besseren Lehrmeister kann sich Johann kaum wünschen. Kannst gleich daneben weitermachen. Ich schau dir zu. Nicht zu weit nach vorne stellen, wegen der Hebelwirkung, sonst kommt das Ganze entgegen. Gut. Ich lasse jetzt einfach einmal alleine machen, schaue, ob es richtig und schon gerade aufstellt. Sonst haben wir gleich einmal einen riesen Mikado. Und dann werden wir einfach mal zuschauen, wie es gerade hinstellt. Jetzt drückst die eine Leiste, die du nehmen willst, ein bisschen nach unten, so dass du Tauchgrund aufnimmst. So, die schwimmen schon davon. Und stellst sie auf. Am besten so nehmen, dann kannst du es aufstellen. Und bitte immer an die Hebelwirkung denken. Daneben gleich. Besser. Ich bin gleich mal so frei und bring da gleich die nächsten. Ja, danke. Dass wir ein bisschen einen Schwung reinkommen. Ja. Genau. Der Helmut hat sich beim Aufstellen und beim Hochhieven hat er sich ein bisschen schwer daran. Wir arbeiten in einer Industrie und wir müssen natürlich auch eine gewisse Menge fertigen. Wenn man es richtig angreift, ist das locker zu handeln. Greift man es aber verkehrt an, verliert man auch Zeit. Ne? Die sind noch dünner. Das sind die lustigen. Das sind unsere Arschlochleisten, weil die fliegen so richtig gern um. Aus der Pech aus dran hast du die ganze Galerie ab. Ja, da macht es einen Ausschau und das ist alles weg. Ui. Die Herausforderungen werden größer. Das trägt nicht unbedingt zu einer Steigerung der Geschwindigkeit bei. Wenn du die Leiste hinstellst, schau immer ein bisschen nach oben. Nicht, dass du mit der einen Leiste die andere umkickst. Extrem stabil sieht das nicht aus. Fällt auch nur eine Leiste um, war im schlimmsten Fall die gesamte Arbeit umsonst. Achtung! Müssen wir wieder von vorne anfangen dann? Ja, das scheppert ordentlich. Wenn man es nicht richtig macht und Abdrücke auf dem Produkt hinterlässt, dann kann man das nicht benutzen. Kein Kunde hat gern einen Abdruck auf sein Fenster.
Siehst du, durch das kleine Leistenmalheur jetzt haben wir ein paar Flitzer auf getrocknete Werkstücke schon gekriegt. Gell? Wenn du schnell genug bist, kannst du die einfach so wegwischen. Mit der Hand? Ja, einfach mit den Fingern drüber. Also es war die Arbeit nicht komplett verhaut, aber es war sicherlich nur Durchschnitt, was ich hier leisten konnte. Ja, Johann muss geschickter werden und nicht zu vergessen, schneller. Ich kann dir mal zeigen, wie die Geschwindigkeit ist, wenn ich tauche. Ich schau mal auf die Uhr da hinten, sehr gesehen. Ja, stopp einmal mit einfach. Aha, so sieht Rahmentauchen also in echt aus. Der Unterschied scheint auch dem Undercover-Boss aufzufallen. Das geht unglaublich schnell. Und fertig. Es wird schwierig für mich, dass ich da mithalten kann. Die dunkelbraunen, die gehören jetzt dir. Und ab geht die Post. Also ein bisschen zumindest. Ein ganz klein wenig. Vorsichtig ausgedrückt. Die Schwierigkeit beim Helmut ist einfach, er braucht viel Zeit. Ich schaffe ca. 100 bis 150 dieser Sprossen in 20 Minuten. Helmut schafft das Ganze halt in einer Stunde und 20 Minuten. Man könnte natürlich sagen, dass Probearbeiter Helmut ein mutiges Zeichen gegen die allgemeine Beschleunigung setzt. Außerdem will er auf keinen Fall, dass gleich wieder etwas umfällt. Alles in Ordnung. Ich kann es so verlassen, kann es getrost weggehen und die werden nicht fallen. Die letzte handwerkliche Arbeit habe ich gemacht vor 30, 35 Jahren als Student. Muss man sich schon gut im Griff haben, dass man hier nicht tollpatschig rüberkommt. Und das auch beim Lackieren nicht. Ganz wichtig ist, wenn wir mit dem Lack arbeiten, gell? Der hat zwar einen Verzögerer drinnen, aber der trocknet trotzdem extrem schnell. Ja. Das heißt, du musst den ziemlich schnell und ziemlich fett streichen. Schnelligkeit dürfte ja wohl kein Problem sein, aber das ist noch nicht alles. Dann nimmst du die Spachtel und ziehst das Ganze mit einem Zug durch ab. Sobald du stehen bleibst, hast du da in der Fläche drinnen einen Querstrich. So macht's der Profi. Ich probier's einmal, aber ich kann da nichts verhunzen jetzt auf Deutsch gesagt, ja? Das ist nur mehr zum Schleifen dann, viel mehr zum Schleifen. Ja, dann tapfer losgepinselt. Und jetzt mal ehrlich, so schlecht sieht das, was der Undercover-Boss hier veranstaltet, doch gar nicht mal aus. Passt, und Feuer. Und Feuer. Feuer, das sagt sich so leicht. Doch manchmal ist es nur ein Flämmchen. Jetzt hast du mir zu wenig Druck angezogen. Jetzt hast du überall so weiße Flächen hinterlassen. Das ist dann wohl die Profi-Feuer-Variante. Da hat es dir ein bisschen gefuchst. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr und ein bisschen länger zum Schleifen. Das schaut so aus, ja. Sich in der Chefrolle zurücknehmen, das ist nicht so einfach. Normalerweise bin ich der, der andere Leute kritisiert. In diesem Fall werde ich kritisiert. Kleines Resümee für den ersten Tag. Du bist noch viel zu sauber. Das heißt, ich mache morgen Urlaub und du kommst wieder. Das muss ich mir noch überlegen, ja. Und somit wäre dann also auch Tag 3 der Undercover-Mission geschafft. Eine letzte Herausforderung wartet noch auf den Undercover-Boss. In Salinsbach soll er dabei helfen, Hebel, Schiebetüren zu montieren. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ich bin der Helmut. Ich bin der Manfred. Manfred, grüß dich. Warte, zuerst brauchst du mal ein anderes Band. Ah, ja, genau. Das war natürlich ja. Super. Ja. Hast du noch was für mich? Da musst du mir passen. Also meine Aufgabe im Betrieb ist die, dass ich eine Hebeschiebetür von Grund auf fertigen muss. Also die Schnelligkeit wäre sehr angebracht, weil wenn du schnelle Fingerfertigkeit hast, ist das sicher kein Nachteil. Und zwar so ist halt eine Hebeschiebe. Das heißt, das sind die Seitenteile links, rechts, in der Mitte ist ein Kämpfer und oben ist eben das Oberteil. Und da ist unser Bereich jetzt einmal, wo wir sind. Ja. Und den werde ich dir dann mal zeigen. Das soll ja möglichst fehlerfrei sein, es soll eine schöne Hebeschiebe werden. Eben, genau. Eben. Also das nächste ist einmal, das Teil muss immer sauber sein. Also das ist das oberste Prinzip bei uns, es muss immer alles sauber sein. Sauber und schnell arbeiten. Ob Probearbeiter Helmut das drauf hat? Er ist sicher in einem vorgeschrittenen Alter, aber er hat sicherlich eine Chance, dass er das packt und das Zeug hat dazu. Er wird sicher zum Schwitzen kommen. Aber aufpassen, dass da nicht abplatzt, weil sonst haben wir gleich einen Scherer drin. Das war natürlich nicht fisch. Da wäre sie dann also, die erste Bewährungsprobe unter Manfreds strengen Blicken. Oh, ist ein bisschen zweig. Jetzt bin ich zweig. Ah, das ist ein wenig zweig. Wieder umdrehen.
Naja, es ist jetzt nicht so der handwerkliche Typ. Ich muss schon schauen, dass er jetzt nicht was zerkratzt oder irgendwas. Ich muss schon schauen, dass er das auch ordentlich macht. Da auch. Gerade reingehen. Etwas. Ja. Ein bisschen weiter hinten. Also ein bisschen zu weit herum. Ein bisschen so. Ein bisschen runter, ja. Wenn es jetzt abrutscht und du bringst das Blech, dann hat man das ganze Blech überreißen müssen. Ja, da wird gleich nervös, wenn man das so erzählt. Ja, das muss ich dir sagen, weil das ist einfach die Vorgabe. Was hast denn du vorher gemacht? In der Gastronomie war ich vorher. Gastronomie, ja. Eigentlich brauchst du da nicht bohren können. Jeder hat eine gewisse Fertigkeit, aber man hat es auch gesehen, dass er von der Gastronomie kommt und jetzt nicht so, weil ich die Begabung hat. Was? Ja, dann? Die Maschine da wieder zurück. Ja. Ja, jetzt geht immer alles auf denselben Platz. Ja. Das wird immer so ausschauen. Ja. Natürlich fest. Eine gute Anordnung. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat am Arbeitsplatz von Manfred, war die Anordnung aller Werkzeuge. Und da könnte man auf jeden Arbeitsplatz überprüfen, ob das mit der gleichen Präzision auch dort gemacht wird. Nichts gegen Johanns Managerfähigkeiten. Aktuell kommt es auf andere Stärken an, nämlich auf körperliche. Na dann, viel Spaß. Boah, das geht stark. Ja, das geht stark. Boah. Also das halte ich nicht auf, bis auf die Nacht. Das muss man ungefähr 10 bis 15 Mal machen. Ja. Öfter machen wir es eh nicht. Man hat es schon gesehen, so darf man nicht jetzt arbeiten, wie wir jetzt gearbeitet haben bei diesem Teil. Man muss schon das Tempo jetzt verdreifachen, vervierfachen. Ach, dass heutzutage alles immer so schnell gehen muss. Und aufpassen, dass du nicht beschädigst. Ja. Aufpassen, dass du nicht beschädigst. Ah. Ah ja, ein bisschen anders. Ach so holt man. So. Genau. Ja, das ist so gut. Ach so holt man. Soll niemand behaupten, dass so eine Hebeschiebetürenmontage mit einigen wenigen Handgriffen erledigt ist. Der Boss lernt das, womit er sein Geld verdient, von einer ganz neuen Seite kennen. Und ganz nebenbei auch noch einen seiner Mitarbeiter. Ganz privat, was hast du für Hobbys? Hobbys? Hobbys sag ich ganz viel. Ja? Ja, ganz viel. Der Feuerwehr bin ich, im Kirchenchor bin ich, Marathon laufen durch viel. Machst du auch, echt? Ja. So irgendwelche Ziele, was den Marathon anbelangt? Ja, schon. Da gab es so die Ultramarathons. Die haben dann eben auf Berge oder auch in der Wüste. Oh, das kostet viel Geld und das halte ich dann auch nicht. Ja, war das immer so, dass du gesundheitlich topfit warst? Naja, es hat einmal ein Einschneider gegeben in meinem Leben. Das war ja, vor 20 Jahren. Da habe ich einmal im Kopf so einen Blutschwamm gehabt. Dann habe ich so epileptische Anfälle gekriegt. Ui, ja. Dann habe ich natürlich eine schwere Kopfoperation gehabt einmal. Ja. Die hat dann 8 Stunden gedauert, das war nämlich gar nicht so ohne. Aber durch die Tabletten, die ich nehme, ist das gut, halt ist gut im Griff. One night to be confused, one night to speed up truth. Aber ich bin da relativ ja, wieder gut rausgekommen. Wenn man so persönliche Schicksale erfährt, das bewegt einen schon sehr. Da sieht man, wie wertvoll Gesundheit ist. Und wenn man selber gesund ist, hat man einen großen Schatz. Leider vergisst man das allzu oft. Johanns erste einigermaßen selbstmontierte Hebeschiebetür. Jetzt muss sie nur noch den Funktionstest bestehen. So, und jetzt geht's ja. Ja, so muss der gehen. Ja, picobello, ja. Und mit einem Finger wieder zurück. Ja, genau so ist es, ja. Das Werk, es ist vollendet. Wie gut oder schlecht sich Aushilfe Helmut gemacht hat, das weiß am besten Manfred einzuschätzen. Er ist natürlich ein sympathischer Kerl, aber alleine arbeiten würde ich ihn noch nicht lassen, weil das einfach nicht, das einfach sicher nichts wird. Nein. Ich bin froh, jetzt nach Hause zu kommen und werde dann todmüde ins Bett kippen, wie es aussieht. Die Rückkehr ins normale Leben. Man darf davon ausgehen, dass der getarnte Chef gegen sie nichts einzuwenden hat. Ja, die Woche war spannend und anstrengend. Und jetzt freue ich mich schon drauf, die Perücke wieder loszuwerden und den Bart abzurasieren. Der kratzt so richtig. Ja, dann hinfort mit allen falschen und allen überflüssigen Haaren. Wo eben noch ein Weltenbummler namens Helmut in den Spiegel schaute, taucht unverwechselbar Manager Johann wieder auf. Meine Mission ist noch nicht zu Ende.
mit den Erkenntnissen dieser Woche geht es jetzt zurück ins Management. Wir werden dann im Management diskutieren und ich freue mich schon auf die Umsetzung der jeweiligen Ergebnisse. Die Internorm-Zentrale hat Johann Pichler wieder. In der Führungsetage warten die anderen Geschäftsführer bereits auf den Bericht des ehemaligen Undercover-Boss. Schau, Kollege. Servus, grüß dich. Also ich war bei Manfred Gumpenberger im Bereich, in dem die Hebeschiebetürteile produziert werden. Also ich muss auch sagen, der hat den Arbeitsplatz organisiert. Das ist tipptopp. Mhm. Und die Überlegung wäre, ob man diese Ordnung, die der am Arbeitsplatz hat, auch auf den Folgeplätzen in der Hebeschiebetür überprüft. Mhm. Definitiv Verbesserungsbedarf in Sachen Effizienz gibt es in Traun. Mir ist aufgefallen, dass die Scanner, die man zum Abtasten der Elemente nimmt, doch relativ langsam reagieren. Also die Scanner könnten wir uns durchaus noch einmal anschauen, mhm, weil wir sparen dadurch auch Zeit und Kosten und eine Erleichterung auch für die Mitarbeiter. Vier nicht ganz unbekannte Mitarbeiter sollen dringend zum Chef kommen und wissen nicht warum. Die Nervosität steigt wirklich. Herzklopfen und alles. Falls es Amel trösten sollte, den anderen geht's ähnlich. Einfach nur ein Rotlicht, was schreit Panik, Panik, Panik. Auch eine Fahrt ins Ungewisse endet mal. Näher und näher rückt das Treffen mit Geschäftsführer und Vorstand Johann Pichler. Und immer drängender wird die Frage nach dem Warum. Gleich wird er Klartext sprechen. Der Mann, der Probearbeiter Helmut war. Grüß Gott. Grüß Gott. Johann Pichler, Geschäftsführer der Firma Internorm. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie heute hier sind? Keine Ahnung. War irgendwas Außergewöhnliches in den letzten Wochen? Ich war mal Praktikant da. Ja? Ja. Und was haben Sie da für einen Eindruck gewonnen? Ja, war schon ein bisschen älter. Ja, ein bisschen im Stapler, aber ein bisschen nicht so sicher. Mhm. Okay. Aber wenn ich hin und da mal dazwischen greifen müssen, weil ich dann gesehen habe, auch mit der Akkubohrmaschine nicht so umgehen kann. Ja. Aber irgendwo kennen wir uns, oder? Im Saarland war beim Fußballturnier, waren Sie dabei. Kann sein, dass wir uns sonst in letzter Zeit auch einmal irgendwo begegnet sind. Glaub nicht. Die Stimme. Die Stimme? Die Stimme. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und der Ihnen geholfen hat bei der Arbeit, sehe ich dem irgendwie ähnlich? Der hat einen Bart gehabt. Ja. Ja, 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 schon. Ich war Helmut Ecker, ja. Oh, nein, gut. Oh Gott, ich hab's gewusst, ich kenn die Stimme irgendwie. Okay, okay. Wir sind natürlich weiterhin mit der Tour. Ja, so. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gleich am Anfang hast du mich hingewiesen. Ja, die Zeit. Zu spät, dann dachte ich mir, Leasing, dass es spät kommt. Aber ich dachte, nein, okay, das kann eine Ausnahme sein, mein Gott. Schon ein schlechter Einstieg, ja, für einen Leasingmann. Ja. Ich habe das sehr interessant gefunden, wie du mir deine Arbeit erklärt hast. Ich habe auch großen Respekt davor, weil es ist körperlich doch anstrengend und stark. Danke. Mit den Scannern, das habe ich auch gesehen, das ist doch eine etwas mühsame Tätigkeit gewesen, wenn man die Elemente einscannt. Dann verliert man viel Zeit und man, genau, wird auch genervt. Und weiß, wenn man drin irgendwo steckt und muss wieder raus, das ist ein bisschen. Ja, das habe ich ja auch am eigenen Leib erlebt. Und ich würde ja vorschlagen, ja, dass wir diese Software neu überprüfen. Das würde sicherlich das Arbeiten auch für, ja, euch noch verbessern und, ja, erleichtern. Und für deine tolle Arbeit haben wir uns ein kleines Geschenk überlegt. Du hast mir gesagt, dass du gerne auch einmal weiter verreisen würdest. Ja? Wir würden dich mit deiner Familie nach Griechenland schicken. Danke. Ich freue mich auf die Zukunft mit dir. Gell? Danke. Gut. Das, was gekommen ist, ist halt von Gott oder was weiß ich. Danke, danke und danke, was soll ich da?
Und wir haben einen interessanten Tag miteinander verbracht. War ein bisschen langsam, aber es war lustig. Ich war begeistert, weil du hast genau hingewiesen, wie wichtig das ist, auf die Oberfläche zu achten, die entsprechende Qualität. Du hast ein bisschen Angst gehabt, gell? Wie man da mal kleine Qualitätsschwierigkeiten gehabt. Und hast gesagt, pass auf, kriegen wir Probleme mit den Frauen, die in der Qualitätssicherung sind. Ja? Die fräsen uns. Michael, also du bist ein sehr erfolgreicher, dynamischer, guter Mitarbeiter. Danke sehr. Wir haben Freude, dass wir so einen wie dich in unseren Reihen haben. Und als Dankeschön für deine treuen Dienste haben wir uns überlegt, dir ein Geschenk zu machen. Ja? Was würdest du denn sagen zu einer Woche Ibiza für deine Freundin und dich? Mal richtig abschicken, Spaß haben. Danke sehr. Ja. Wenn man so gelobt wird, dann weiß man, dass man einen Wert hat, dass man nicht eine Nummer ist, dass man wirklich zusammenkehrt, vom Größten bis zum letzten kleinen Mitarbeiter. Du hast ja mir einen sehr guten Einblick gegeben. Mhm, ich hoffe. Ich habe vieles gelernt. Ja. Der Arbeitsbereich ist perfekt organisiert, war sehr beeindruckt. Es ist alles genau am richtigen Platz. Es passiert da kein Angriff zu viel. Also dein hohes Qualitätsbewusstsein, von dem war ich auch sehr überzeugt. Das hat mich tief beeindruckt. Wie du ein paar Mal gesagt hast, pass auf, dass du ja nicht mit der Akkuschraube jetzt in das Aluminium reinkommst. Ja, das war so ein Hagel, das war ein Sondermaterial. Das weiß ich nur. Du bist ein guter, fachlicher Kollege gewesen, aber du warst dann menschlich sehr überzeugend. Dass du neben der vielen Arbeit auch noch Zeit nimmst, zu laufen speziell, gell, hast muss du gesagt? Muss man. Weil du so ein engagierter Mitarbeiter bist, habe ich mir überlegt, ob wir dir möglicherweise eine Freude machen können mit einem Marathon. Und zwar an einem ganz bestimmten Ort nämlich. Ja. Weit hoch im Norden, in Norwegen, gibt es einen Marathon in Spitzbergen. Und da würden wir dich gerne dazu einladen. Das ist ja Wahnsinn, also, ist, ich habe mir gedacht, ich bin sicher nicht nervös, überhaupt nicht. Und jetzt reißt es mir auch. Wie soll das Trainieren anfangen morgen? Aber ja, super, echt. Der ganze Tag von Anfang bis zum Schluss war hochinteressant. Ich kann da nur gratulieren, wie detailliert, dass du das erklärt hast. Und ich danke dir, dass wir so einen interessanten Tag gemeinsam verbringen konnten. Ich freue mich, dass wir so eine tüchtige Kollegin haben. Und wie du dann erklärt hast, bei den Profilen mit einer Hand halten, mit der zweiten die Säge runterziehen. Da habe ich mir ein Gefühl gehabt, da hast du Angst gehabt davor. Ja. Momentan. Du hast recht, ja. Und vom Privaten haben wir ja auch einiges besprochen. Haben wir einmal getratscht, ja. Ja. Das gehört auch dazu. Gibt es einige Hobbys, die du machst? Ja. Aber im Line Dance, da kann es sein, dass ich dir eine Freude machen kann. Ja. Ich habe mir gedacht, wir schenken dir so eine Reise nach Irland. Wo du dann das erlebt Nein, hast. Ja. Echt? Nein! Ja. Es danke schön, dass du so tüchtig arbeitest. Ah, nein, es ist voll aufregend. Das ist ja, wie ein Traum. Das Lob, das war schau, das ist schon sensationell. Also von einer Geschäftsleitung sowas kriegen, das macht mich schon sehr stolz, ja. Nächstes Mal bei Undercover Boss. Matthias Wechner, der Chef des Sicherheitsunternehmens G4S, verwandelt sich in den Praktikanten Peter Moser. Beim Alarmanlagen montieren hat er zu viel Kabel und zu wenig Ahnung. Ja, wenn ich so lange brauchen würde, dann wäre mein Fahrgesetzte wahrscheinlich ein bisschen grantig. Beim Strafzettelschreiben hapert es an der Schönschrift. Und leserlich bitte. Und beim Nachtrevierdienst am Schuhwerk. Nicht die ideale Schuhwahl. Das vergisst jetzt nicht.